Trier ist eine super attraktive Stadt, aber wenn man dann vom Hauptmarkt Richtung Mosel geht und kommt hier an den Paulusplatz, da sieht man doch eine Tristesse hier am Platz. Und es ist nicht nur dieser Platz, der Defizite hat, sondern die ganze Platzfolge runter bis zur Mosel, die könnten besser, könnten schöner aussehen. Und das gilt es zu entwickeln, aber es ist natürlich jetzt keine Sache, die von heute auf morgen geht, weil es gibt so viele Wünsche in ganz Trier, in den 19 Ortsbezirken, überall. Mach mir, mach bei uns, mach jetzt, sofort und alles sofort, das geht nicht. Wer alles gleichzeitig machen will, der wird gar nichts erreichen. Und mein Motto ist da, wie der Bauer die Klöße ist, eins nach dem anderen angehen und hier sich dieser Aufgabe stellen. Jetzt aber nicht einen großen Plan machen, der viele Millionen kostet und dann am Sankt-Nimmerleins-Tag abgearbeitet wird, sondern halt gezielt gucken, was kannst du mit kleinen Schritten machen, damit was Gescheites rauskommt. Deshalb das Angebot von Herrn Professor Siebecke, das war mit der Kirche zusammen und statt, dass wir uns alle zusammentun. Ich besorge die Pläne, wo sind die Leitungen, wo sind die Rahmenbedingungen. Dann setzen wir uns zusammen und gucken mal, was ist mit kleinen Schritten möglich, dass es schneller Verbesserungen gibt und man nicht noch Jahre warten muss, dass hier es einfach ein Stück attraktiver wird. Aber man darf das große Ganze nicht aus den Augen verlieren, weil ich glaube, dass in dem Potenzial vom Hauptmarkt zur Mosel mit all den Plätzen und dem einen als Paulusplatz, dass hier ein großes Potenzial ist für die Entwicklung der Stadt.